Geschichte einer Zeit des Umbruchs und der gesellschaftlichen Widersprüche. Die fortschreitende Industrialisierung nahm vielen Jugendlichen die Chance auf eine gesicherte Existenz und machte sie zu Vagabunden, die oft keinen Sinn in ihrer Arbeit und ihrem Leben finden konnten. Adolf Kolping prangerte diese Zustände dieser Tage nicht nur an, sondern er gab jungen Menschen Sinn, Halt und Orientierung, indem er seinen Weg in Liebe ging, auf dem er vom Schustergesellen schließlich zum Priester geweiht wurde, ermutigte er viele Jugendliche, selbstbewusst und im Vertrauen auf Gott auch ihren Weg zu finden. In der Kolbing-Jugend lerne ich, meine Potenziale zu nutzen, mich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen und für andere einzustehen. Das Erleben von Gemeinschaft gibt mir Vertrauen und stärkt meine Bereitschaft, mich für meine Mitmenschen einzusetzen.